Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Wir sammeln noch ein bisschen Geld und dann schauen wir mal, ob wir das Schreckronomikon kriegen. Das soll hier wohl irgendwo noch angeblich in der Bibliothek sein. Gehen wir mal in die verbotenen Regale. Oder zu den verbotenen Regalen. Irgendjemand muss das Rezept für den gefrorenen Daiquiri vermasselt haben. Ein launischer Trink. Nun ja, eine dieser armen Seelen muss das Buch haben. Du musst es nur ihren kalten, zerbrechlichen Fingern entreißen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Na dann. Der große Grammoire. Das ultimative Werk über infernalische Grammatik. Sehr nützlich für kleinliche Teufelsanbeter. Aber nicht das, was wir begehren. Such weiter. Na, guck mal, da hinten haben wir sie. Uni. Die Mysterien von Vermivorus. Eine unschätzbare Hilfe für alle, die Varkids aus anderen Ebenen beschwören wollen. Aber nur das Schmeckronomikon hat die Rezepte, die ich brauche. Es muss hier irgendwo sein. Der da hat versucht, nach dem Ventil für die zentrale Heizungsanlage zu greifen. Eine gute Idee. Nimm es dir. Platziere jetzt das Ventil an der richtigen Stelle und der Frost sollte verschwinden. Vielleicht erfahren wir dann, wo sich das Buch befindet. Ja. Ist ja schon ein wenig offensichtlich. So, können wir das hier irgendwo abgeben? Da, wenn wir da mal reinkommen. Ist das eine andere Möglichkeit? Im ersten Blick nicht. Das bringt schon mal nichts. Gibt es irgendwas zum Sprengen? Hier haben wir eine Tür, okay. Ordnung, mal wieder Zeit für Lüftungsschächte. Und, ein wenig Geld, was hier noch rumliegt. Hi. So, Warnung, blablablub. Doch kein Mensch. Okay. Geht doch. Das Buch. Schnell, nimm es an dich. Na endlich! Ich hab mir schon fast meinen Umschlag abgefroren. Hol mich hier raus, bevor ich noch anfange zu schimmeln. Es gibt wohl noch andere, die meine literarischen Interessen teilen. Kümmere dich um deine dunklen Geschäfte und werde sie los. In Ordnung. Dann kümmern wir uns mal. Schnell,
So, genau. Ja, Rex. Okkultisten! Habt ihr Bock auf eine Granate? Hänge fest. Welch mächtige Beute! Das stimmt, das sieht wirklich nicht gut aus. Papa, Grip, ne? Was, habe ich irgendwas Größeres gestorben, hab ich den Eindruck? So, vielleicht gehen wir doch mal hier auf die Shotgun oder so. Ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Autsch! Wiederbeleben, gerade nötig. So, das kann mal weg. Mal schauen. Im Flug gestorben. Sehr. Wo ist er? Da. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Gut, damit wärst du weg. Geheimnisse des Mikronomikons werden sich bald offenbaren. Der vegane Turducken, der Auberginen-Schnetzelkäse, der Tipp des Ältesten. Nimm es. Und was auch immer du tust, lies es nicht. Okay. Klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Sehr schön. Okay, wir haben dann hier alles zerlegt fürs Erste. Cool, cool. Die Dinger können wir mal liegen lassen soweit. Du bist auch noch eventuell nützlich. Würde mir Schaden machen, hat aber halt leider keinen. Achso. Ja. Das nehme wohl besser ich. Würde noch nicht mal mehr Schaden machen. Unaussprechliche Zutaten, unvorstellbar Aromen. Schnell jetzt zur Bibliothekarin, um es auszuleihen. Ah, hör nicht auf den alten Trottel da. Natürlich kannst du mich lesen. Komm schon, schlag mich auf. Ein kurzer Blick ins Inhaltsverzeichnis. Ah, das passt schon. Hör mal, nur zwischen dir und mir. Auf Seite 666 gibt es ein Rezept für Fettuccini mit Demogorgonzola. Das ist buchstäblich zum Sterben. Lass dich nicht von seinen Reizen verführen, so pikant sie auch sein mögen. Hm, klingt aber wirklich gut. So, und sorry, welche Vorschläge? Die Ursprünge des Schmekronomikons sind so dunkel wie sein Rezept für Mojitos. Einige sagen, es wurde von Tetra, dem verrückten Schriftgelehrten von Athenas, verfasst. Andere sagen, dass es von der Lehre erbrochen wurde.
krank von einer Sünde, die so schwarz war, dass sich sogar die Dunkelheit abgewandt hat. Und dann gibt es noch Gerüchte, die besagen, dass es eine Kopie des Kochblocks von Tod persönlich sei. Ja, sieh mal ihn an. Aua. Na, komm mal bitte her. Ja. So, da schön mal draufballern. Was kommt denn mit dir? Ein klägliches Leben. Ein passender Tod. Von der Jagd mitreißen. Laufen bitte. Da kommen ja noch ein paar. Aua. Guck mal, was ich hier hab. Eine Schrotflinte. Schrotflinte. Fliegt! Rex. So, sehr gut. Läuft doch. So, Rezepte. Das Ding wird so schnell nichts mehr ersetzen. Okidoki. Ich habe den gesuchten Text. Ich nehme an, du willst es irgendwo vermerken. Du hast das Buch gefunden. Na mach schon, gib es mir. Also, ich öffne es jetzt einfach mal, um das Datum hier auf dieser völlig harmlosen Deckseite einzutragen und... Aber was ist das? Eine Art Rezept? Ich kann nicht aufhören, es zu lesen. Nicht zurückhalten! Was für ein Jammer. Aber wir können sie nicht mehr retten. Deshalb muss ich das Buch haben. Es kommt nie etwas Gutes dabei heraus, wenn man sich auf seine Geheimnisse einlässt. Was einst Harriet war. Keine Rückerstattung. Danke für die Muni. Wäre cool, wenn das bei allen Bosskämpfen wäre. Gut, hol dir das Buch und bring es mir sogleich. So, dann haben wir das. Ja, nimm mich mit, aber keine Stempel, verstanden? Wenn du mir mit einem Stempel zu nahe kommst, werde ich dafür sorgen, dass du das nie vergessen wirst. Kugeln kaufen. Na, wer weiß. So, dann. Haben wir schon. Ja, komm, ich glaube, das kommt alles mal weg.
Tatsächlich. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ach ja, wir hatten ja noch Dings hier. Noch ein paar neue Waffen, oder? Mhm. Noch eine neue Shotgun? Auch nicht schlecht. Shredded Bangstick, kein Boomstick, okay. Falsche Taste. So, jetzt aber. Im Vergleich zu... Ich glaube, ich wechsle trotzdem nochmal. Eine gute Wahl. Danke. Viel Spaß mit dem Gewinn. Tschüss, Schrott. Gut, so viel dazu. Dann bringen wir das mal zurück. Hat sich ja gelohnt, der Abstecher. Wir haben ein Buch gerettet und Leute entschmordet. Willkommen zurück, mein Mädchen. Was man halt beim Bibliotheksbesuch so macht. Wundervoll. Lass es einfach auf der Bar liegen, damit ich eines seiner Rezepte ausprobieren kann. Okay. Na schön. Aber wenn du dich verwandelst, hoffe ich, dass du eine größere Herausforderung sein wirst als die Bibliothekarin. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ziemlich gut in solchen Ritualen. Aber was soll ich bloß zubereiten? Verfluchte Fischsuppe? Zu salzig. Zuckerfreie Zuckerkekse? Zu böse. Vielleicht, ja, natürlich. Xylogos-Käse. Für dieses Rezept muss ich die übelste, schändlichste Substanz beschwören, die dem Schmeckonomikon bekannt ist. Klaatu, Koriander, Nyctero. Sehr schön. Koriander. Politik, Theologie, Gier. Alle verblassen sie im Vergleich zur Zahl der Freundschaften, die wegen dieses unscheinbaren Krauts zerbrochen sind. Und jetzt, gib die letzte Zutat vorsichtig in den Kessel über der Feuerstelle. In letzter Zeit irgendwelche coolen Kammern geöffnet? Ja, ja. Wenn der Käse fertig ist, werden die Stadtbewohner in Scharen ins Jagdhaus strömen. Natürlich sollte ihn jemand kosten. Nur um sicher zu gehen. Käse ist keine Nahrung für ein Alpha-Tier wie mich. Ich muss dein Angebot leider ablehnen. Oh, nein, nein, nein. Doch nicht du, mein lieber Kammerjäger. Gib dem Schmeckronomikon einfach eine Schüssel. Dann wissen wir schnell, ob das Rezept ein Erfolg war.
Okay, dann gucken wir mal. Jetzt kommen wir voran, was, Kammerjäger? So in etwa. Könntest du Claptrap ablenken, wenn die Zeremonie beginnt? Er hat angedeutet, dass er sie gern leiten würde und wir können uns ja alle denken, wie das endet. Jo. Na, was meinst du? Ich hatte selten einen so verdammt guten Xylurgos-Käse. Der Koriander ist überwältigend und ruiniert alle anderen Aromen. Er ist so gut, dass ich mich übergeben möchte, nur um ihn noch einmal zu probieren. Süßer, schmackhafter Erfolg. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. So, sehr schön. Vielen Dank. Okay, dann, vielleicht wechseln wir mal. Die Ruhe vor dem Sturm. Dem Sturm, der Welten meißelt und die Zeit in neue Formen verbiegt. Jetzt weißt du es. Entspann dich. So. Ja, aber es ist dann auch wieder an der Zeit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich glaube, ich mache da auch zwischendurch gerade mal einen Abstecher zur Dingens. Zur Sanctuary und gebe mal mein Geld aus. Nicht, dass das nachher irgendwie weggeht. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ach komm, jetzt mit dem Schmesen können wir das Zeug auch alles verkaufen. Ja, und dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Dann steht ja erstmal Hauptmission wieder an. Von daher, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.